Alter, vor der Aufnahme noch ein Schlückchen trinken, du. Das ist gut und günstig, Wasser. Was anderes gibt's auf dem Bau nicht. Ja, Leute, was geht ab? Moin erstmal und willkommen zu einer weiteren Folge vom Abriss Simulator! Ja, wir machen uns erstmal auf den Weg nach Haus. Checken mal die Auftragslage. Und ich fahre ja schon fast so wie Harry, Alter. Was geht denn ab? Dann sehen wir mal, was wir heute so ein bisschen zu tun haben. Wir werden jetzt in der Folge ein paar mehr Aufträge nehmen. Was geht hier ab? Grundstücke, ja, also money-technisch geht nicht viel. Das nervt auch ein bisschen. Ja, hier sind die Jobs. Ich würde sagen, wir knattern direkt mal den Roseville Saloon weg. Ich fahre da mal eine Runde. Alter, wie weit ist das denn? Bruh. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Folge. By the way, der gute alte Kalle wurde ausgebotet, ja. Nachdem er letztes Mal so Stress gemacht hat, hatte ich die Faxen dicke. Telefoniere auch nicht mehr mit ihm. Das war's. Der ist raus. Kalle ist raus, Leute. Er war sehr gewalttätig und wir hatten auch Probleme. Wir nehmen eine kleine Abkürzung, ist klar. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, Kalle, du, ich mache das Geschäft jetzt alleine weiter. Ich bin der Chef. Ey, bis wir da sind, ist auch schon wieder der Mond explodiert. Mann, ey. Wie viele Kilometer sollen wir noch fahren, Mann? Guck mal, hier sind überall Parkplätze. Ich kann mir neue Autos gönnen. Leute, wir nehmen mal die Rampe und gönnen uns mal ein bisschen. Leute, Alter, ich habe das Gefühl, ich bin gerade ans Ende der Welt gefahren. Doch. Und wir sind angekommen. Was ist das denn? Ah, Roseville Saloon. Da dürft ihr natürlich einiges erklären. Leute, ich weiß Bescheid. Demolition in Progress. Wir gehen rein. Wir bleiben drin. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier den üblichen Bums machen. Alles kaputt, Fenster zerstören und so weiter und so fort. Scheppern wir auch direkt mal durch. Sehr geschmeidig, ne? Ey, ganz, ganz im Ernst. Damals als Kind, ich hatte immer gehofft so, also wir mussten halt öfter mal umziehen und dann mussten wir irgendwann auch tapezieren. Naja, und dann habe ich halt gedacht so, ja, komm. Tapezieren, voll wack und so. Du musst halt die Tapetenreste abreißen. Leute, ich hab's gehasst, Alter, die Tapetenreste. Ich wollte halt immer was kaputt machen, Mann. Mit dem Hammer. Einmal drauf auf die Olga. Na? Ich mir's jetzt halt so angucke. Oh, ja, das hätte ich auch gern zu Hause gemacht. Ich glaube, meine Mom hätte mich gekillt. Grüße gehen raus. Was ist das hier? Oh, Alter, der Schrank des Grauens. Tische und Paletten. Ach, draußen. Naja, gut. Elektrische Leitung. Ihr wisst, ich bin immer zu blöd, die zu finden. Aber die reißen wir trotzdem noch ab. Was ich sagen wollte, ich hatte halt immer Bock, ne, irgendwas kaputt zu machen, so. Und zu streichen. Dies und das. Aber ich wollte nie Tapeten abreißen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal machen musstet. Also so richtig dieses Tapeten abkratzen, das finde ich genauso schlimm wie Unkraut ziehen, ne? Unkraut ziehen, Alter, das kannst du auch komplett vergessen, ne? Das kann es richtig knicken. Was ist denn das hier? Hier ist doch irgendwo... Ah ja. So, Leute. Bevor wir den Saloon jetzt... Ach komm, Alter. Wo? Der Tisch lebt noch. Yo, Alter. Wie lang ist der Schlauch, bitte? Wie witzig ist das denn, Mann? Guck mal hier. Das wird ja so richtig... Alter, das wird ja so richtig nass. Leute, die Special Effects. Krank. Hier kann man echt noch was lernen. Naja, wir splashen hier erstmal alles rein. Oh, okay. Und dann kann hier der Bagger auch gleich richtig vernünftig durchschallern und geht nicht so kaputt. Also irgendwie letztes Mal, ich bin rein da, ne, direkt den Bums umgefahren, war nicht so gut. War ernsthaft nicht so gut. Junge, das ist ja richtig Arbeit, Alter. Wir gehen hier einmal so rüber, zitzack, zitzack. Und ich hoffe auch, der Lachs läuft jetzt hier gleich. Guck mal, hier hinten müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dicht machen. So. Ich würde sagen, nicht viel Zeit verlieren.
Wir holen uns direkt den Bagger und fahren rein da, die Olga. Aber direkt. Der Bulldozer ist da. Gönn ihn dir, Leute. Oh ja, Mann, das UFO wegschieben. Wir bringen das direkt auf den Heimatplaneten, Leute. Und rein! Wir gehen rein und bumps die Scheiße um, Mann. Jawoll. Was für Staub. Alter, der Bagger ist ja echt fast im Arsch. Muss ich mir einen neuen Bagger kaufen? Leute, da habe ich letztes Mal ja richtig das Minusgeschäft gemacht. Du musst natürlich, na, wie ein Experte, Leute, ich bin hier der Chef. Ihr habt gar nichts auszusetzen an meinen Skills. Also ich mache das hier schon mit höchster Professionalität, wie man sieht. Sehr gut. Oh, der Staub. Das reicht mir ja wirklich jetzt. So, dann wollen wir mal die prekäre Lage hier drin. Ja, alles klar. Leute, der Bonus, Alter, guckt euch das an. Money is shining, ey. Das wird richtig nice. Oh, Leute. Ruhig bleiben, ruhig. Ey, der Bagger, Alter, der kriegt ja richtig mit. Was ist denn das? Guck mal, wie viel Staub hier auch ist. Leute, wo kommt denn der Staub her? Meint ihr, das Gebäude war alt? Die Bar haben sie gestern noch genutzt. Sah doch original so aus. Guck mal hier. Zack. Yo, Digga. Das UFO. Meinst du, wir müssen das UFO noch schieben? Leute, das wäre dumm. Das wäre echt dumm. Wo sollen wir das denn hinschieben? Ach du Scheiße, Leute. Yo! Das Ding ist am Fliegen gewesen. Alter. Wir haben das UFO auf jeden Fall weggeschoben. Machen hier nochmal den Rest kaputt. Müssen, glaube ich, yo. Perfekt, Leute. Wir schließen den Auftrag ab. Kassieren direkt mal die Kohle. Easy money. Easy. Guck mal, Alter. 5K. Geht schön rein. Das kriegt der Chef ganz alleine hin. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Neuer Notfall verfügbar. Leute, wir sehen uns mal den Notfall an. Wir steigen in die Kiste ein und fahren dahin. Die Straße runter. 10 Minuten, Leute. Wir fahren hin. Direkt. Auf geht's. Die Sirene, Mann. Woo! Wir gehen direkt los. Der Notfall am Start. Titino! Titino macht das wieder klar. Was ist hier passiert, Leute? Was ist hier passiert? Hier sind Schilder. Ja, okay. Ah ja. Die Felsen. Oh, shit. Okay, Leute, kein Problem. Wir machen das hier mal kurz. Leute, das läuft. Das läuft. Felsen von der Straße wegschieben? Ach komm. Ach komm. Parkplatz. Okay. Wisst ihr was? Da ist jetzt noch ein Stein im Auto. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Ich will was testen, Leute. Er ist weggeschoben. Easy. So. Ja, ja, ne? Hier 100 IQ-Play. Ich sag's euch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir nehmen den Bulldozer, Alter, und schieben die ganze Scheiße weg. Dafür kriegen wir 5000. Leute, das ist fucking leicht verdientes Money, Alter. Guck mal hier. Mach weg da die Scheiße, du. Ja, perfekt. Leute, Denno ist am Start. Freelancer. Hier sind UFOs auf Restaurants, Steine auf Straßen. Leute, ich wohne gefährlich. Und die anderen hier, die auch. Leute, die müssen von der Straße runter. Ich finde es gut, dass die da sehr genau sind, ne? Aber, naja. Leute, wir haben den Auftrag erledigt. Der Verkehr kann wieder fließen. Läuft. Kohle gehört uns. Kann man sich schmecken lassen, oder? Wir haben richtig Money gezogen, Alter. Richtig Money. Woo! Perfekt, Mann. Ich würde sagen, das katapultiert uns wieder nach ganz oben. Gut. Wenn wir jetzt mal die nächsten Aufträge abchecken. Der Abbruchroboter. Ich guck mal, was der kostet. Leute, wir haben ja Geld. Wir müssen ja auch mal ein bisschen investieren. Na? Wir müssen investieren. So. Und ich guck mal, was der Bums kostet. Ich glaube hier, warte mal, hier drin war das, ne? Guck mal, hier ist der, da. Leute, der Abbruchroboter. Abriss kleinerer Betonkonstruktionstransport von Materialien. Wir kaufen uns den. Schön gegönnt, Alter, schön gegönnt. Was ist das hier? Der Muldenkipper.
Erz und Altmetall, Alter. Sehe ich aus wie ein Minenarbeiter? Lieferung von Materialien für Grundstücke. Leute! Euro Truck Simulator! Apropos Euro Truck Simulator, ich wollte wissen, wie ihr zum Fernbus Simulator steht. Ob ihr Bock hättet, dass ich mal eine schöne Runde im Fernbus fahre. Was meint ihr? Wenn ja, oben ist die Abstimmung. Stimmt gerne ab. Schreibt nochmal unten in die Kommentare rein. Sagt mir einfach, ob ihr Bock hättet auf den Fernbus. Und dann gönnen wir uns den Bums mal, ne? Ja, liefer mal das Fahrzeug. Ich muss den jetzt mal testen. Was ist denn das? Der Abbruchroboter. Ich kann das Ding ja nicht mal fahren. Ey, was soll denn das? Leute, Alter, was? Ich brauche erst die Lizenz. Ich muss einen Führerschein machen. Ja, Leute, das war's mit einer weiteren Folge vom Abriss-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig mal ein Like da, haut mal ein Abo rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denno out.